So, hallo Leute. Heute zeige ich euch, wie ihr farbige Klassen kriegt in Modern Warfare 3. Dies ist eigentlich ganz schön einfach. Und für die, die das nicht wissen, ist dieses Tutorial gut geeignet. Also, das Einzige, was ihr braucht, ist Call of Duty Elite. Das ist sehr kostenlos. Ihr könnt euch da registrieren und auch Premium holen. Premium ist eigentlich unnötig, außer ihr wollt mit einem Clan spielen oder andere Dinge. Diese Clan-Tags und Clan-Titel kriegt ihr aber auch so, wenn ihr einem Clan beitretet, der das alles schon freigeschaltet hat. Und ja, ihr geht dann einfach auf die Klassen. Hier sind meine. Und dann nehmen wir einfach mal hier eine. Ihr müsst jetzt nicht da draufklicken. So, ihr klickt doch drauf. Sorry, ich habe gerade ein bisschen verpeilt. Hier den Namen. Es gibt Farbcodes, bestimmte Farbcodes. Ihr könnt einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ich werde aber noch eine Farbcode-Liste posten. So. Hier gebt ihr einfach ein. Irgendwas. Hier das hier und eine 1. Oder nehmen wir mal eine 5. Und dann geht ihr einfach auf Select. Dann speichert ihr die Klasse ab. Mit der Nummer davor. Das ist aber nicht schlimm. Die Nummer wird dann nicht zu sehen sein in den Klassen. Und dann geht ihr einfach auf Send Change to Game. Also die Änderungen werden jetzt zum Spiel gesendet. Was ihr dann lediglich machen müsst, ist ins Hauptmenü und wieder rein. Und das war es eigentlich auch schon. Wie immer. Ist eigentlich sehr kurz. Ich werde vielleicht heute noch ein etwas längeres Tutorial machen. Und ja, viel Spaß beim Ausprobieren. Und bis zum nächsten Mal.